Was geht ab, Wing Family? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ne, das sage ich immer bei Steven kopiert. Ist eigentlich falsch, denn ich drehe heute ein ganz neues Format und zwar das Format Lieblingsessen von. In diesem Format kopiere ich das Lieblingsessen von ganz verschiedenen Menschen, von YouTubern, von Stars, von Freunden, von wem auch immer. Wenn ihr jetzt jemanden habt, von dem ich eventuell das Lieblingsessen essen soll, dann schreibt jetzt den Namen in die Kommentare und was von der Person das Lieblingsessen ist. Und dann werde ich eventuell im nächsten Video das Lieblingsessen von was weiß ich essen. Heute aber essen wir das Lieblingsessen von Fitness-Oskar. Ihr kennt Fitness-Oskar, denke ich mal. Und wenn ihr ihn nicht kennen solltet, dann habt ihr jetzt unten in der Linkbeschreibung einmal sein Profil oder sein YouTube-Channel. Da könnt ihr natürlich einmal schauen. Ich habe schon unglaublich viele Videos mit Fitness-Oskar gemacht. Die könnt ihr euch natürlich auch gönnen. Simi, gib mir den Beat! Aber kommen wir wieder zurück zu Fitness-Oskars Lieblingsessen. Und zwar ist dieser Junge am liebsten Burger. Deswegen habe ich heute die ganzen Zutaten für Burger gekauft. Einmal so welche Burger-Brioche-Schwanz oder so. Einmal Kopfsalat. Eisbergsalat, meine Freundin hinter der Kamera muss mich verbessern, weil ich so keine Ahnung von Kochen habe. Dann haben wir hier einmal so Burgersoße von Blockhaus. Dann haben wir hier 300 Gramm Rinderhack, ein Toastbrot und Cheddar-Käse. Die ganzen Zutaten benutzt Oskar in seinen Burger oder benutzt er für seinen perfekten Burger. Und ich werde euch jetzt nur einmal ganz kurz zeigen, wie der Burger gemacht wird. Wenn ihr sehen wollt, wie der Burger im Einzelnen funktioniert, müsst ihr einmal das Video von Oskar schauen, denn der hat auch schon einmal seinen Burger aufgenommen. Der perfekte Burger heißt das Video, glaube ich. Das müsst ihr euch dann gönnen. Ich werde den nur probieren, weil es sein Lieblingsessen ist. Und ja, nehmt euch da einmal mit. Viel Spaß! Die ersten Sachen haben wir schon einmal richtig gut gemacht. Oskar macht seinen Burger aber richtig komisch. Irgendwie sagt er immer mit einer Frikadelle oder irgendwie so. Deswegen tunkt er ein Toastbrot in Wasser und lässt das auflösen. Oder wie heißt das? Aufgaren? Einziehen! Einziehen! Und ja, das lassen wir jetzt einziehen und dann kommt das Brot in das Fleisch. Hack. Hack. Fleisch ist Hack. Ja, aber. Hä? Rindfleisch ist das. Das ist doch gar kein Hack. Das ist doch Rinderhack. Ja, genau! Und das Fleisch würzt man natürlich noch ein bisschen. Ey. Wen wolltest du gerade verarschen? Das ist zu. Oh nein! Wie kacke ist das Scheiße? Dieses Video wird scheiße! Oh mein Gott, das Wasser ist komplett in der Toaster. Toast. Toast. Brot. Und jetzt müssen wir das aussaugen. Ausquetschen. Oh Mann! Das ist ja genau richtig so. Das fühlt sich so eklig. Er will es auch einmal? Nein. Okay. Er meint, da darf kein Wasser mehr drin sein. Warum stinkt das so? Und der kommt jetzt hier mit rein. Achso, zerbröseln. Zerbröseln. Meine Kameradame hat mir gerade schon Info gegeben, dass man das zerbröseln muss. So, guck mal, Leute, meine Burger Patty ist in der Pfanne. Jetzt ist Mac Bratzen mit Gewürz noch drauf. Ich habe so doll Hunger, aber jetzt, es geht weiter. So, Freunde, Schritt Nummer 2. Wir haben den Burger schlafen gelegt. Wir haben Käse drauf gemacht. So, der Burger schlaft jetzt. So, guten Tag, bevor du in meinen Mund kommst. So, Fleisch ist fertig, Brötchen sind fertig. Was am wichtigsten ist, ist die American Burger Soße. Die kommt unten und oben drauf, weil die einfach so schön ist, dass man die, man kriegt echt nicht genug von der. Schaut es euch an.
immer schön in Oralform. Wer ist das? Kreisel, Oral oder keine Ahnung. Kreiselform, Oralform. Oben und unten, wie gesagt. So, und dann kommt die Bulette auf den Unter. Wir sind so gesund, wir pimpen unsere Burger immer mit dem meisten Gemüse, auf den es gibt. Wir machen Champignons auf Spaß. Bei uns gibt es nur ein Salatblatt und ein weiteres Salatblatt und dann war's das. Der Fitness-Oscar-Burger ist jetzt fertig. Ja, ich bin ganz gespannt, wie der schmeckt. Ich habe ihn zwar schon mal gegessen, aber noch nie selber gemacht. Ich pimpe den jetzt noch ein bisschen mit Curry-Gewürz, Ketchup, weil ich nie genug kriegen kann. Bin schon bereit. Von Geschmacksverstärkern. Und jetzt hauen wir den einmal rein und dann bewerten wir ihn. Und dann mal gucken. Eins, oha. Eins, zwei, drei. Mmh, wow. Das schmeckt schon gut. Das schmeckt gut. Ich hab geschafft. Guckt euch das mal an. Wie schön. Oh, der dampft ja. Mmh. Ich finde, ich hätte das gut hinbekommen bei mir. Ich kann das mit dem Rücken. Oh, sorry. Mmh. Gut, warte mal. Ich sag, bewerte mal. Sie macht so. Ich wollte gerade was sagen. Marita, aber ich bin Vollmond. Bewerte mal von 1 bis 10. Boah, der schmeckt echt gut. Der ist richtig fluffig. Du sollst ihn bewerten. Ich bewerte ihn doch gerade. Ach so. Ich würde dem eine 8 von 10 geben. 8 von 10? Okay. Ich mag auch Bewertung, Freundin. Der Burger mit die Soße und den Curry Ketchup. Ich gebe ihm eine 9 von 10. Ich habe gegessen bei Oscar, das war leckerer als meine. Aber meine ist auch lecker, so 9 von 10. Mmh. Boah, zu lecker. Wir essen jetzt den Burger noch einmal zu Ende. Wenn ihr möchtet, dass ich von jemand anderem das Lieblingsessen esse, dann postet einfach den Namen oder kommentiert den Namen einfach in die Kommentare. Und was dein Lieblingsessen ist, dann macht es ihr mir leichter. Und sonst würde ich sagen, wie immer, liken. Kommentieren, liken, abonnieren. Kommentieren, liken. Ja, das war wieder so schlecht, Mann. Egal. Damit beenden wir einfach das Video und wünschen euch beim Nachmachen guten Appetit.